So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von ATS. So, wir sind frisch repariert. Wir haben auch noch ordentlich Tag. Ausgeschlafen müssten wir auch sein. Das heißt, wir sollten in der Folge die Mission locker beenden können. Und dann haben wir ein bisschen Geld. Time Yay! to hit the road. Oh, okay, wir haben actually nicht mehr so viel Tank. Kann passieren. So, du und du. 99. Interessant. So, 65 dürfen wir. Machen wir direkt mal jetzt Speedometer rein. The Cruise Control. Wie fahre ich denn hier schon wieder da mal? So. Hände für sie los, Alter. Das ist ja Wolkenkratzer. Wag es dir, Junge. Bleib stehen. Oh, wer. Sind ja bloß noch 20 Meilen. Wow. Hätten wir auch in der letzten Folge noch geschafft. Na egal. Hätte ich mal drauf achten müssen. Glendive. Auf jeden Fall würde ich mal sagen, nach der Mission werden wir uns mal erstmal wieder in unsere Garage begeben und dann mal den Auflieger wechseln zu dem anderen, den wir gekauft hatten, zu diesem Flachbett. Achso, halt, da müssen wir runter. Oder viel mehr rauf. Ja, genau, wir werden uns diesen Flachbett schnappen und mal gucken, was wir damit für Missionen machen können. Weil wie gesagt, mit dem Auflieger, der ist zwar wunderschön und auch wunderschön und so. Aber mit dem Ding hier Schlafplätze zu finden, ist halt Katastrophe. So, Autobahn frei. Und selbst wenn nicht, wäre es mir auch egal. Gibt es auch noch den Bandstreifen. So, da vorne geht es direkt wieder runter. Da wird aber auch kein Wunder. Ich meine, sind ja bloß noch 13 Meilen. Da können wir jetzt schlecht noch 200 Meilen auf der Autobahn fahren. Oder auf dem Freeway. Übrigens hatte ich auch letztens ein. Was laber ich? Also nicht ich hatte ein, sondern ich habe ein Video geguckt von jemandem, der auch ATS gespielt hat. Und der Typ, also der hat auch in Deutsch gesprochen, also war ein Deutscher, wahrscheinlich. Und der hat halt ATS gespielt, und hat halt aber von amerikanischen Trucks halt überhaupt keine Ahnung. Hat sich ja auch erstmal so schön aufgeregt, warum die denn so lang sind, da vorne mit dieser riesigen Schnauze, und dass es ja super hässlich aussieht. Wo ich mich frage, Junge, warum fühlst du denn überhaupt ATS? Und er dachte echt, weil er sich so gewundert hat, was das für Dinger sind. Und dann hat er dann gefragt, so nach ein paar Minuten, ja, vielleicht sind das die Auspuffanlagen, aber warum sollten da vorne Auspuffanlagen sein, wenn ich dann hier auch noch welche hinzufügen kann und hier unten welche hinzufügen kann? Also der war total verwirrt. Wo man sich dann fragt, warum fühlt der Junge denn überhaupt ATS? Also, ach, schon wieder so ein Ding hier.
Alter, wir müssen echt mal andere, kommt ein Zug? Ja, ich höre einen Zug. Ich sehe zwar keinen, aber ich höre einen. Herr, fahr doch. So. Yay, endlich mal sehen wir einen Zug hier. Juhu. Okay. Lange genug die Straße blockiert. Aua, 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 aua. So. Oh. Perfekt hingebremst. Okay. Jetzt ist die Frage, fahren wir zu unserer Werkstatt oder lassen wir uns einfach wieder teleportieren? Wie weit ist denn hier entfernt? Wo sind wir überhaupt gerade? Wir sind da ganz oben, ne? Naja, ich meine, wir könnten hier runterfahren. Wir sind ja... Hallo? Da. Da sind wir. Könnten wir gleich runterfahren. Weil wir haben hier auch noch schön viele unerkundete Schrecken. Aber wenn wir Glück haben, haben wir sogar einen Frachtmarktauftrag, der nach da unten führt. Mal schauen, Salt Lake City sehe ich erstmal nirgendwo. Also, reicht aus, wenn es in die Richtung geht. Mal gucken, wo die alle hingehen. Salt Lake City, wo ist denn das jetzt überhaupt? Da, okay. Also wir müssen einen Auftrag haben, der in diese Richtung geht. Sieht aber eher schlecht aus. Ah, doch, der geht schon in die richtige Richtung. Ja, der geht auch in die richtige Richtung. Ja, den nehmen wir doch. Der führt zwar komplett dran vorbei, aber er geht in die richtige Richtung. Gut, dann gucken wir mal noch, was hier so ist. Wobei es eigentlich kaum was bringt. Ja, nee. Okay. Hier war meine Idee, war, ich meine, der hier geht zwar in die Richtung Salt Lake City. Oh, wo sind wir jetzt überhaupt? Hallo? Da hier. Meine Idee war zwar, dass der zwar in die Richtung von Salt Lake City geht, aber vielleicht haben wir ja noch woanders einen, der wirklich direkt dahin geht. Aber es bringt ja dann nichts, weil müssen wir dafür hier mehr fahren. Also ob wir nun hier weiten Umweg fahren oder hier ein bisschen Umweg fahren, ist in der Hochkaufsie gesprungen. Von daher nehmen wir den Auftrag. Der sieht gut aus. Da fahren wir auch mal von einer anderen Firma jetzt zu einer anderen Firma und nicht immer die gleiche Stelle, wo wir jetzt gerade die ganze Zeit waren. Von daher, let's go. Ich weiß zwar nicht, was Canvas mit Gabelstapler möchte, aber vielleicht für ihre eigene Lagerhallen oder so. Als anderes Ziel einstellen. Gut, die Kommission könnte man vielleicht sogar noch in diesen Verfolgen jetzt schaffen. So, 18 Meilen Anfahrt. So, schön gerade rauffahren, damit ich diesmal auch in beide Richtungen gucken kann. Wow, man sieht halt genau gar nichts. Da ist frei, das ist auch frei. Okay. Let's go. Hier ist auch frei. Jutschen. Naja, aber bei Bahngleisen muss man immer aufpassen. Ich meine, jetzt, wie gesagt, hier im Game ist es völlig egal. Wo die Züge bleiben, einfach vor einem stehen. Da kannst du quasi keinen Unfall bauen, außer du fährst direkt vor ihnen auf die Gleise, wo die gerade ankommen. Aber wenn du jetzt irgendwie auf der Gleise parkst, passiert da gar nichts. Im Echten ist aber natürlich nicht so. Ich meine, gut, in dem Fall, da hat man nach links und nach rechts ja relativ weite Sicht. Das heißt, auch die Züge sehen einen rechtzeitig. Aber... Es ist halt nicht immer gegeben, von daher sollte man bei Gleisen schon doch ein bisschen aufpassen, weil letztendlich sind die Züge dann in der Regel doch immer die stärkeren. Ja.
So, kommen wir eigentlich irgendwo noch an der Tanke vorbei hier? Ja, sieht gut aus. Ah, wobei hätten wir gleich hier unten bleiben können. Hätten wir hier direkt vorbeifahren können. Ah. Oh Mann, da kommt ja wieder Freude auf. Hätten wir das direkt hier unten. Ist, ach. Gut, fahren wir auf dem Rückweg da vorbei. Ganz ehrlich, ist jetzt. Nee. Oh, da kommt aber ja schon schnell ran, angeschossen. Wobei doch stehen geblieben ist, oder? Das ist ein bisschen abgebremst. Egal, wir fahren jetzt auf dem Bandstreifen weiter, die gesamte restliche Zeit. Bandstreifen for the win. So, da vorne geht's wieder runter. Warum fällt er so weit nach links, nach rechts? Als ob der ausschwenken muss. Wir müssen ausschwenken. Digga, was machen die schon wieder alle? Egal, wir machen einfach mal mit ihm mit bei der Party. Oh, wo kommt das Schild daher? Ah, schaffen wir locker. Easy. So. Da vorne ist bereits die Firma. Sehr gut. Hier jetzt, ne? Ja. So, auch hier kriegen wir garantiert wieder eine Parkhilfe. Weil mit dem Auflieger da hinten an die Schotten ranfahren, tue ich garantiert nicht. Hallo? Ja, noch ein Stück. Ich geb dir gleich einen Arschtritt hier. So. Frachtmarkt. Und. Ja, annehmen. So, genau. Wir können wieder da vorne parken. Also, vielleicht ein bisschen sehr weit ausgeschwenkt. Okay, das war viel zu weit ausgeschwenkt. Fuck. Gut, die können wir auch nicht wenden. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Durch diese ganzen Pöbel, die an der Seite stehen, kannst du die auch nicht wenden. Ich krieg einen Herzinfarkt. Los, fahrt. Woher komm ich überhaupt rüber? Nee, ne? Ah, doch, sieht gut aus. Das Auto bleibt jetzt natürlich stehen. Weil mein Auflieger am Weg ist. Weil es 3 cm auf die auf die Straße ragt. Ihr Volldeppen. So, zweiter Versuch. So, und das war jetzt zu eng. Dann raste ich aber aus hier. Oh, weil sieht gut aus. Doch, sieht gut aus. Sehr schön. Ah, perfekt. Cool. Okay. Man muss sich halt ab und zu einfach ein bisschen mehr zutrauen. Ja? Wenn du denkst, nee, das kann nie im Leben passen und du machst super weiten Bogen, dann hast du das recht verkackt. Okay, here we go.
Und wenn du es so machst, wie du es im Gefühl hast, dann passt perfekt. So muss laufen. So. Jetzt gucken wir mal, wo die Route jetzt lang geht. Die geht natürlich wieder hinten lang. Ist mir persönlich aber scheißegal. Denn wir wollen einfach mal hier einen Abstecher machen. Was zur Hölle? Warum hat dieses Nugget nicht immer so viel Langeweile? Ah. Achso, weil ich gerade auf der Gegenspur war, scheinbar. Nee. Hey, geh mal durch. Auf jeden Fall fahren wir da unten geradeaus weiter und fallen dann einfach hier hinten auf die Autobahn rauf. Was machen hier Punkte? Ach, das können wir schon merken. Scheiß uns auf diese Punkte. Die einzigen Punkte, die wir haben, sind in Flensburg. Was willst du? Hä? Bleib mal schön stehen, Junge. Bleib stehen. So, jetzt einfach geradeaus weiter. Gut. Da sollten wir hinbekommen. Okay, wir haben 33 Stunden Zeit. Wir brauchen 30 Stunden. Wir haben also locker genug Reserve. Zu einmal pennen, wann auch immer wir wollen. Sieht also alles gut aus. Sehr schön. So muss das sein. Ist ja gut. So ein Riesenauflieger für zwei Gabelstapler. Als ob, Alter. Wisst ihr, für diese beiden Gabelstapler brauchst du eigentlich gar keinen Auflieger. Die kannst du direkt auf dein fünftes Rad drauf schnüren. Mal hier wieder auf die Spur, damit wir ein bisschen weiter ausschwenken können. So. Alter, warum bremst der so rabiat? Weißt du, manchmal bremse ich und der bremst gar nicht, gefühlt. Manchmal tippe ich die Bremse bloß an und der geht komplett auf 0 km/h runter. Eine verrückte Welt, sage ich euch. Einkommen. Also hab ich doch gerne. So, wie sieht es eigentlich bei dem mittlerweile aus? Fahrermanager. So, ihr seid natürlich immer noch alle gut, ganz klar. Und bei euch? Okay, die haben immer noch ein paar Level übrig. Oi. Also Katie, die hat echt einen Vorsprung. Verliert aber weniger als wie heißt die? Okay. Fahrten du. Erstmal die Papiere zeigen lassen. Okay. Ja. Kann man machen. Hallo? Ja. Oh, 10.000. So, das hat schon. Na gut, ist doch schon 1000 Meilen. Ist schon eine schöne Strecke. Während die hier, die gute, die hat doch schon fast 1000 Meilen. Der hat mal 3000. Digga, was ist los mit dir? Warum lässt du dich denn so über den Tisch ziehen? Ah, quatsch mal mit Yvonne. Die kann dir noch ein bisschen was beibringen. Bei dem sieht aber ganz schlecht aus, ja. Vor allem bei ihr sieht es halt schlecht aus. Digga, die ist Level 80 Milliarden und halt kriegt mal 1600. Das nicht gut? Weil wie geht das? Die hat hier ich meine gut, die hat hier eine Niete gemacht. Ja, trotzdem. Ah ja.
sind doch alle unterwegs gerade, oder? Warum sehe ich denn nicht deren... Ah, ne, momentaner Auflieger ist schon wieder. Weil das Witzige ist ja, die fahren immer alle erst los und haben auch alle immer eine Fracht drauf. Und dann kommen aber manche an ihr Ziel an und dann sagt aber, sie hat keinen Auftrag gefunden und musste mit leeren Hänger zurückgeschickt werden oder so. Obwohl die aber immer, egal wenn man hier rauf guckt, haben die hier immer eine Fracht. Also die transportieren noch was. Ich habe da noch nie jemanden gesehen, wo steht, fährt gerade leer. Wobei es halt sowieso dumm ist letztendlich. Ich meine, wenn du keine Fracht findest, dann bleibst du halt mit dem Arsch da stehen und wartest ein paar Stunden, bis vielleicht irgendwie jemand wieder einen Auftrag hat. Und machst dann einfach eine Leerfahrt irgendwo hin. Also. Naja. Oha. Von wo? Ich glaube, ich komme von da. Ah ja. Sehr hübsch. So, wie müssen wir irgendwie reinkommen? Ach, da vorne sind die Ich dachte, da kann ich parken, aber das da ist für Autos. Okay. Scheiße, die Wand da. Da wird das schon wieder komplett falsch falsch gefahren hier. Da wird doch nie im Leben was. Ah, vielleicht doch. Ist zwar nicht ideal, wie ich gerade stehe, aber hey, das packen wir schon. Ich habe schon wieder Angst, wenn wir wieder irgendwo pennen müssen. Da kriege ich schon wieder direkt Herzattacken. Das Problem ist halt, wir könnten die nächste Pause sind 5 Stunden. Das heißt, wir haben noch 5 Stunden Zeit, einen Parkplatz zu suchen. Was? Ach, der Hänger ist nach rechts gedreht. Also. Okay. Halt. Ja. Der Hänger steht gesund. Würde ich mal sagen. Aber was ist eigentlich mit dieser Dreckskamera? Wieso kann ich so die Kamera nicht benutzen? Guck mal, was die Kamera hier macht. Ich kann nicht hinter den Hänger gucken. Diese Kameras. Eieiei. So. Wieder ausgeknollt. Das ist frei, das ist auch frei, let's go. So, ab auf die Autobahn.
Fahrzeug frei, sehr gut. Let's go. So, ich würde mal sagen, wir machen es einfach so, dass bei der nächsten Raststätte, wo wir vorbeikommen, versuchen wir noch zu parken. Das Problem ist halt, wir haben jetzt noch 13 Stunden vor uns. Das heißt, wenn wir wirklich jetzt schon parken würden und pennen würden, müssten wir dann irgendwann nochmal pennen. Deswegen, also, jetzt direkt pennen wir auch kacke. Wir müssen also schon noch ein bisschen warten. Das Schöne ist, wir haben jetzt hier aber direkt auf der Straße einen Parkplatz, wobei das oft schon wieder aussieht wie so Parktaschen, wo wir nicht parken können. Aus gewissen Gründen, die sich mir immer noch nicht erschließen, Jugendsöhne. Hier sieht es schon besser aus. Ich glaube, wir machen jetzt hier. So. Das ist doch Idealus. Das sieht aus nach dem Plan. Warte, wie viel haben wir noch? 200 Meilen. 3 Stunden? Doch, das passt doch. Ja. 5 Stunden können wir noch fahren. Passt. Ideal. Das ist doch ein perfekt gut organisierter, durchdachter, fein granulierter Plan. Oder so ähnlich. Schön mit Holzzaun und allem drum und dran. Sehr geil. Vor allem, wenn wir jetzt schon pennen gehen, denn gleich in, was? In 2 Stunden, da können wir diesmal wirklich ein bisschen im Dunkeln fahren. Was ist das denn auf dem Berg? Einfach eine übergroße Statue von einem übergroßen Pferd? Okay. Wir achten sowas. Jetzt kommt jetzt ein echtes Pferd, ne? Ein Mammutpferd. Ah. Bei der Kamera kann man es nicht so gut erkennen. Zumindest nicht ohne die Kontrolle über das Fahrzeug zu verlieren. Wenn man die ganze Zeit so fährt, dann kommt man sich wirklich vor wie so eine Zeitlupe.
Geschichte, wenn man mal. Was ist das hier für eine Konstruktion? Achso. Echt? Okay. Witzig auf der Abfahrt. So, hier. Und dann können wir uns mal eine Position suchen, wo wir mal stehen bleiben können. So Folgenpausen technisch und so, ne? Achso, und können wir wieder mit langsamer fahren, gell? Ja, aber auch keine Parktaschen gibt es ja. Ah, noch mal. Ist ja direkt ein Rasthof. Zwei da, wo wir nicht pennen können, aber für vollen Pause reicht's aus. Ja, habe ich ein bisschen auf der Straße, aber hey. Es gibt aber keine großen Parktaschen, ne? Also. Ich meine, wir können noch ein bisschen vorfahren. So, dann blockieren wir hier nicht alles komplett. Aber hey. Aber wie man sieht, man kann immer noch nicht parken. Pen. Aber wie gesagt, für unseren Zweck reicht es aus. Dann würde ich mal sagen, ja, bis zur nächsten Folge. Bis dann.